Hallo Leute und jetzt willkommen zu einem neuen Part von Dying Light. Und wir möchten erstmal Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel, damit helfen mir den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, wir wurden das letzte Mal von der Mutter gesegnet. Und jetzt sind wir erst einmal hier. Jagdfiebel, lass mich raten. Ja, siehe, was hat's mit dieser Waffensammlung auf sich? Ah, darum wollte ich mich schon eine ganze Weile kümmern. Da war dieser Mann namens Adam, der in der Stadt lebte. Er war ein wenig exzentrisch, aber alle mochten ihn, besonders wenn er betrunken war. Er war berühmt für seine riesige Waffensammlung. Und er konnte mit seinen wertvollen Revolvern auch verdammt gut schießen. Aber dann, als er älter wurde, bildete er sich ein, jemand wolle sie ihm stehlen. Gerüchten zufolge war sein Haus komplett leer, als er starb. Weit und breit keine einzige Waffe. Okay, aber wie passt dieser Säbel dazu? Ah, Adam war gewieft. Vor Jahren bekam er den Säbel meines Großvaters in die Finger. Egal, was ich sagte oder tat, er wollte ihn nicht zurückgeben. Falls er seine Waffen versteckt hat, hoffe ich, dass der Säbel darunter ist. Das wäre cool. Die Waffe hätte ich gern. Hier könnten wir jetzt... Jassir fragen wegen der Mutter, das will ich jetzt gerade nicht. Da habe ich gerade keinen Bock. Ich will die Mission jetzt nicht fertig kriegen. Ich will mich nämlich noch ein bisschen umgucken. Also einmal haben wir jetzt hier tatsächlich eine neue Mission gekriegt, was ich geil finde. Und ich mag mich hier hinten in dem Gebiet noch durchgucken. Einmal hier die Schienen entlang. Einmal hierher und vielleicht einmal so außen rum gefahren. Das würde ich sehr gerne machen. Das würde mir gefallen, das würde mich so machen. Und überhaupt. Aber erstmal handeln. Was haben wir? Haben wir irgendwelche feinen Sachen? 893, schon echt krass. 892, 776. Mächtiges Katana für 791. Ist halt. Ja, wenn du sowas hast, ist das dann halt echt ein Witz. Ja, genau, da haben wir jetzt das Mörderteil. Tödliche Baseballschläge für 1045. Zack. Ja, den behalten wir jetzt einfach mal ganz kurz. Die behalten wir auch. Wertsachen können wir verhökern. Ey, wir haben so viel Kohle. Aber kaufen ist jetzt eher nichts drin, wo ich sage, wow. Das wäre halt nice. Ist aber A, eine Zweihandwaffe und B, nicht für uns. Nicht jetzt, vielleicht später irgendwann. Sprengpfeile. So, schauen wir mal, ob ich irgendwas davon noch kaufen kann, aber ich glaube fast nicht. Schrauben, auf jeden Fall alle. Stahlbolzen brauche ich keine mehr. Gut. Einen neuen Gegenstand kann ich herstellen. Läuft. Von glaube ich. Crane, wir haben hier etwas, das für dich nützlich sein könnte. Komm bitte. Ja, ich komme gleich. Ey, mir fehlen immer noch Schrauben. Zustand 59. Okay, dann sollte ich, glaube ich, erstmal das hier reparieren. Dann vielleicht das hier. So. 72. Und vielleicht das hier. Okay, zu meiner Farm. Der Rest passt. Okay, du hast noch irgendwas für mich, was nützlich sein könnte. Ich komm schon. Bruder, ich komm. Geschenkkarte, oder? Was meinst du denn mit? Du hättest was für mich nützlich ist. Das da will ich haben. Das war aber eine kryptische Nachricht, Yasir. Ich wollte über Funk nicht ins Detail gehen. Einer der Männer aus der Stadt ist aufgrund des vergifteten Wassers gestorben. Das tut mir leid. Ja, wie uns allen. Er war beim Militär und bat uns, seine Habseligkeiten zu verschenken. Jetzt haben wir noch diese Karte. Ich habe keine Ahnung, wofür sie gut ist. Das ist eine militärische Schlüsselkarte. Wenn sie dafür freigeschaltet ist, öffnet sie elektronische Schlösser. Dann hier, bitte nimm sie. Vielleicht kannst du sie gebrauchen. Außerdem wüssten wir gar nicht, wonach wir suchen sollen. Danke, Yasir. Ich weiß es auch nicht. Okay, ist fast wie ein Geschenkegutschein. Ich habe noch keine einzige gesehen. Und wir spielen jetzt doch echt schon lang.
Na gut, wir gehen jetzt eh zu einem Militärstützpunkt, daher ist das schon. Schaut gut aus. Ist auch. Hilfe! Sie kommen! Dieser heilige Ort ist in Gefahr! Wer sagt das? Wenn ich wüsste, wer da gerade gejammert hat, dann würde ich ja helfen kommen, aber. Mutter, einige Leute haben in einem Feld zwischen zwei Bäumen gebucht. Ein seltsames Phänomen beobachtet. Wir möchten dich bitten, der Sache nachzugehen. Und zwar so schnell wie möglich. Es ist uns sehr, sehr wichtig. Was müssen wir uns angucken? Ey, ich werde hier gerade von irgendwelcher Scheiße. Ein seltsames Phänomen haben sie beobachtet. Das da. Okay, können wir mal. Wir kriegen hier echt mal. Quest scheinbar. Selbstverdammter. Toll. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal hier den Schiene. Weil ich hier weiß, dass eine an einer Stelle die jetzt etwas sein müsste. Ich weiß nicht, ob es hier ist. Das könnte hier sogar sein. So, machen wir erstmal die Blitz hier weg. Wir glauben, dass irgendwo in der Nähe ein Flugzeug gestürzt ist. Ja, ich hab's runterkommen sehen. Wir sollten nach Überleben. Könnte jemand von außerhalb der Quarantäne. Ja, genau zu dem Flugzeug will ich eigentlich. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Aber jetzt sind wir schon hier. Jetzt machen wir auch das erstmal. Ich glaube fast, dass wir wieder her müssen. Ey, schaut euch mal an. Ey, wie geil, Leute. Hat sich wirklich rentiert. Ich habe die Dinger noch nie gesehen. Noch nie. Ja, nehme ich mit. König. Experimentelle Militärturbo, ey. Hammer, Leute. Die sind überall auf der Map verstreut. Und wir sehen sie heute zum ersten Mal. Ja, ich weiß, hier ist noch eine. Ach ne, das ist nur Schlossknacken diesmal. Ja, ich habe diese Elektro-Dinger, wie gesagt. Davor noch nicht gesehen gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich sie in dem LP gesehen hatte, was ich mir damals einst ansah. Ja, ich weiß, wie sich das angehört hat, wie ich gerade gesprochen habe. Leicht. Hier wäre ich jetzt gerne reingegangen. Hier verlassen. Neststatus. Ich bin in einem Nest jetzt drin, oder wie? Nee, darauf habe ich keinen Bock, Leute. Ihr könnt mich gern haben. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber cool, dann haben wir diese elektronischen Kisten auch gesehen. Richtig nice. Gut. Crash Boom Bang, das will ich auf jeden Fall angucken. Das knacken wir auch. Auf jeden Fall. Und wir haben König gekriegt, was auch nice ist. König gibt's nicht so oft. Okay, vielleicht doch die andere Richtung. Ja, das sieht ganz gut aus. Nice. Und auf die Uhrzeit sollen wir mal gucken. Ich habe keinen Bock, nachts unterwegs zu sein.
1062, perfekt. Das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal was. Jetzt gucken wir mal auf die Uhr. 1916. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen, bevor wir Crash Boom Bang machen, machen wir nochmal einen Zwischenstopp hier. Und dann, wo ist Crash Boom Bang? Crash Boom Bang ist da hinten, alles klar. Wir machen nochmal bei Jazir Zwischenstopp. Und dann Uhr. Kann ich Igor eigentlich auch? Ich glaube nicht. Igor, glaube ich, ist ein Touchable. Ich bleib jetzt hier auf den Schienen. Das ist, glaube ich, der angenehmste Weg zum alten Jazir. Dann legen wir uns da kurz pennen. Im Moment ist eine Mauer. Mauer ist nicht. Aber das ist okay. Ich hätte jetzt fast noch Lust auf die. Ach komm, schon wieder mit Würfen lassen, Peter. Das Level noch schnell durchzuziehen. Da hätten wir fast noch Lust. Das könnten wir jetzt am Tag auch noch schnell schaffen. Da ist schon wieder ein Sessenrad gewesen. Keine Ahnung, ob ihr es gesehen habt. Die nerven mich so hart, dass die mittlerweile überall sind. Das, was ich wollte, habe ich erreicht. Dann lasst uns nach Hause fahren. Okay, erstmal die weg. Gebumst. Nur erstmal herausfinden, wie ich nach Hause komme. Dann gibt es jetzt erstmal hier eine Runde Schlaf. Und danach machen wir das Crash Boom Bang Ding. Ihr werdet verstehen, was ich meine, warum ich das gerne hätte. Bis zur Dunkelheit schlafen. Bis zum Tageslicht. Und da müssten wir eigentlich auch ein paar Schrauben wieder kaufen können. Was ziemlich nice ist. Ein Paladin, den nehmen wir mit. Will das Beile, ja, ganz nett. Also die heutigen Waffen, die waren auf jeden Fall besser. Medkit nehmen wir auch mit, wieso nicht? Schrauben nehmen wir auch mit. So, dann kriegst du ein bisschen was zum Verkaufen. Den Floh. Die Sense behalte ich. Die können wir mal behalten. Tut nicht weh. So. Und dann gönnen wir uns mal Crash und Bank. Jetzt gucken wir erstmal hier. Ich denke nicht, dass ich. Echt 12 Schrauben. Das ist echt der Burner. Okay, das passt. Das passt soweit schon noch. Aber, da fällt mir gerade was an, Fertigkeiten. Wir haben hier eine neue Stufe. Und zwar, mit 10% während der Reparaturen keine Komponenten benötigen. Minenleger wäre auch ganz nett. Das wäre auch nett. Ach komm. YOLO. Aber es ist krass, dass wir jetzt schon an einem Punkt angekommen sind, wo man sagen kann, selbst oder die Felder, dass die
Teile, die man findet, schon nicht mehr reichen. Das ist schon echt heftig. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie um diesen Berg herum navigieren. Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir nicht hoch, das ist mir schon klar. Vielleicht doch irgendwie auf der Straße bleiben, ich weiß es nicht. Boah! Ey, dass diese Wichser jetzt überall sind. Vor allem der wollte mich da gleich Rümmel Dinge Ding Ding Ding, wie er unschwer erkennen konnte. Soweit sollte es doch nicht mehr sein. Oh. Ey, die Karte ist gleich so im Sack. Naja, worst case, hey, da hinten ist ein rotes. Ich geh mal kurz hin. Hey, bist du das, Crane? Ja. Er ist es nicht. Warum sollte er auch hier draußen sein? Sieh doch, er ist es. Crane, erinnerst du dich an mich? Nein. Und Tolga. Wir sind auf dem Hochsitz. Siehst du uns? Jetzt komm schon. Okay, Moment. Okay, das müssen wir machen. Das muss man ganz kurz so machen. Oh. Alter, was ist denn bei euch schon wieder los? Meine Fresse, ey. Ich weiß gerade nicht mehr, was die scheiß Tastenkombi für. Welche Taste für diesen Elektro-Gitter? Für das Elektro-Zeichen gewesen ist. So, wo seid ihr? Die höchste Zeile da hinten. Alles klar. Tatsache. Brüder, ich brauche hier Hilfe! Sie wollen den Altar entweihen! Wo ist das denn? Schnell! Na. Ein Hände habt ihr hier unten nicht, oder? Siehst du, Tolga? Ich sagte doch, es ist Crane. Bist du sicher? Er sieht seltsam aus. Er sah schon immer seltsam aus. Crane, wir haben's geschafft. Wir sind geflogen. Aber nicht mit dem Jetpack. Aber wir haben stattdessen ein Flugzeug gefunden. Und fast in gutem Zustand. Wir mussten nur ein paar Dinge anpassen. Eine Dichtung war kaputt, der Motor hat Öl verloren und sich festgefressen. Wir mussten springen, aber Mr. Vulkan, unser Boss... Husch, er flog weiter, Richtung Westen. Du musst ihn finden, Crane. Ihr sorgt euch tatsächlich um jemand anderen? Du tust uns Unrecht, Crane. Außerdem ist Vulkan Milliardär. Er wird uns reich machen. Okay, und wie soll ich ihn finden? Ganz einfach. In Mr. Vulkans Rucksack ist ein Sender. Der war unsere Versicherung. Du weißt schon, falls er versucht, uns übers Ohr zu hauen. Man kann niemand mehr vertrauen. Nimm das Peilgerät. Je näher du dem Sender kommst, desto schneller piepst das Teil. Und wenn du zurück bist, tunen wir dieses Peilgerät, damit du noch andere Dinge findest. Tolga, erklär's ihm. Alles, was einen Chip hat, Crane. Und heutzutage haben viele Sachen einen Chip. Nicht wahr? Beispielsweise militärische Ausrüstung. Aber zuerst... Vulkan. Dann mal los, Crane. Du schaffst das. Das wir ist glauben nice. An dich. Wo ist das Ding? War ich jetzt schon? Da ist es. Ja, das piepst wohl automatisch. Toll. Finden Sie Vulkan. Ich habe keine Ahnung, wo ich Vulkan finden soll.
Gibt's da irgendwas, wo man... Okay, irgendwo hier muss Vulkan sein. Ja, nee, ist klar. Easy. Wo sind wir? Wir sind... Wo sind wir denn gerade? Ich sehe uns gerade wirklich nicht. Ich dachte, hier irgendwo. Hier irgendwo da... Ach, da sind wir. Da sind wir. Ja, müssen wir machen. Das können wir auch machen. Das müssen wir uns auch machen. Aber nicht mehr heute, meine Freunde, denn wir sind am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.